Und der Titel der heutigen Folge lautet Connecting for A-Specs. Verbinden für eine Brillen, Plural. Ach Quatsch! Das heißt verbinden oder kennenlernen für Menschen auf dem Aro, dem A-Spektrum und anderen A-Spektren. In Spektrum, der Podcast aus der deutschsprachigen A-Spec-Community. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von In Spektren. Mein Name ist Finn. Ich verstehe mich als aromantisch und Grey Ace. Ich komme aus Österreich, bin 26 Jahre alt, weiß und verwende keine Pronomen. Mein Name ist Sal. Ich nutze er, he, him und they Pronomen. Bin weiß, trans, aro, allo und ein Österreicher aus dem Schwarzwald. Ja, und ich bin Giselle. Ich verstehe mich als aro Ace. Ich bin weiß und komme aus Deutschland. Genau, und wie der Titel der Folge schon sagt, reden wir heute darüber, wie man Menschen kennenlernt. Also, warum es manchmal vielleicht wichtig ist, Menschen kennenzulernen, wo wir Menschen treffen, wie wir Menschen treffen. Ja, und dann auch, wie man andere A-Specs kennenlernt. Aber das war's dann eigentlich auch schon mit der Einführung und ich denke, wir können einfach direkt anfangen. Also Sal und Giselle, wann habt ihr zuletzt wen kennengelernt oder also einen Kontakt geknüpft oder so? Also jetzt noch, muss jetzt kein, wir haben 10 Stunden geredet sein. Ja, dann könnte ich ja einfach mal anfangen. Wenn wir jetzt auch Kontakte nehmen, die wir online machen, habe ich jetzt irgendwie vor circa einer Woche und ein bisschen jemanden kennengelernt. Das ist dann das Ganze online darüber, dass wir eben in Münster einen A-Spec-Stammtisch haben. Das ist, glaube ich, auch ein Thema, zu dem wir später noch kommen werden. Und darüber, dass ich da eben das Ganze mitorganisiere, kriegt man eben einfach Kontakte zu anderen A-Specs. Und wenn ich jetzt wirklich an physische Interaktion denke, ja okay, dann fällt es mir nicht ganz so gut ein, weil irgendwie trifft man dann doch die meisten Leute, die man schon kennt, aber ja, also vor einer Woche eine Person online, ja. Und wie ist es bei dir? Ja, also mir fällt jetzt ein, dass ich auf der Arbeit wen kennengelernt habe, neulich, also eine neue Kollegin. Eigentlich, das war also auch nur kein ewig langes Gespräch, aber halt ein neuer Kontakt. Und online könnte ich jetzt gar nicht genau sagen. Ich glaube, da war jetzt in letzter seither auch nichts Neues dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Sal, wie sieht's mit dir aus? Die letzten Leute, die ich offline neu kennengelernt habe, war eine Schulklasse im Rahmen meines Lehramtsstudiums. Das ist auch cool. Das heißt halt, sehr viele Leute auf einmal nicht besonders gut kennenlernen in einem Kontext, wo man halt ein deutliches Machtgefälle hat. Ja, aber kennengelernt hast du sie ja trotzdem erstmal. Ja. Und bin draufgekommen, dass Quizze ganz beliebt sind. Ja. Ist es euch eigentlich wichtig, euch mit anderen Menschen zu connecten? Also lernt ihr eigentlich gern Leute kennen? Und wenn ja, warum? Oder wenn nein, auch? Kann ich jetzt einfach ja sagen und so tun, als ob das die ganze Antwort ist? Nee, also ja? Ich denke, ich denke, wie viele von uns mag es durchaus, natürlich andere Leute kennenzulernen. Das ist aber natürlich auch immer die Frage, wen lernt man da kennen und so und wie versteht man sich. Aber ich habe das Gefühl, dass ich in letzter Zeit eigentlich vor allem gute Erfahrungen hatte. Von daher würde ich sagen, ich mag das. Und ja, das ist mir durchaus einfach wichtig, weil das ist für mich meistens irgendwie einfach so ein Nebeneffekt. So, du machst halt irgendwelche Aktivitäten und da lernst du eben andere Leute kennen, die das auch machen. Egal, ob man sich irgendwie mit Freunden trifft, ob man irgendwas unternimmt. Und es sind dann eben auch meistens Leute, die eben ähnliche Interessen haben. Und von daher mag ich das ganz gern. Wie sieht es bei dir aus, Sal? Ich mag es
einerseits irgendwie extrem gerne, einfach mich mit Leuten zu halten, von denen ich weiß, dass ich sie nie wiedersehen werde. Ich weiß nicht genau warum, aber das macht Spaß. Und auch einfach Leute irgendwie regelmäßig oberflächlich zu sehen, finde ich sehr angenehm, weil, keine Ahnung, man sieht die Leute alle paar Wochen einmal und man mag sich ganz gerne und man unterhält sich ein bisschen und dann geht man wieder weiter. Ist angenehm. Ich denke, es muss ja auch nicht jeder Kontakt gleich total tiefgründig sein oder total ewig dauern. Ich meine, natürlich ist es auch schön, so, oder ist es für viele Menschen auch schön, so enge Freundschaften zu haben und Kontakte, die halt dann auch immer wieder und wieder sind und immer wieder auf einer Häufigkeit, mit einer gewissen Häufigkeit sind und auch enger sind dann. Aber das muss ja auch nicht immer sein. Ich hab auch oberflächlichere Kontakte und Beziehungen und die ich auch voll gern habe. Und ja, also ich lerne tatsächlich auch recht gern Menschen kennen. Du hast vorher gesagt, die meisten von uns wahrscheinlich, Giselle, ja. Ich meine, es gibt sicher auch Menschen, die weniger gern Menschen kennenlernen. Aber ich schon auch wirklich gern. Und ich meine, sicher gibt es auch immer Leute, wo ich mir denke, ja, mit denen verstehe ich mich jetzt nicht so gut, aber im Grunde, ich finde es einfach voll interessant, mich mit Leuten auszutauschen. Ich meine, auch wenn ich sie nie wieder sehe, tatsächlich. Weil ich einfach, ich weiß nicht, ich finde Menschen einfach sehr interessant. Ist das irgendwie relatable? Ja, bei Leuten, die ich nie wiedersehen werde, teilweise auch gerade interessant, dass man sich einfach Zeug erzählen kann und das und eine an komplett andere Perspektive teilweise hören kann. Und ob man sich irgendwie in die Haare kriegt oder nicht, es hat keine tiefergehenden Konsequenzen. Total, weil halt keine, auch kein tiefer gehende Beziehung da ist, die da irgendwie. Also ich meine, wenn ich mich jetzt mit einer befreundeten Person streite, wo halt ein Nahverhältnis ist, ein gewisses, ein emotionales, dann hat ja jeder Streit auch eine größere Bedeutung dafür. Und das ist halt nicht da, wenn ich mich mit einer Person in die Haare kriege, die ich vermutlich eh nie wiedersehe. Oder wo halt das nicht da ist und wo wir nachher entscheiden können, vielleicht sehen wir uns wieder oder wir sehen uns halt nie wieder. Das ist ja auch ein ganz anderer Rahmen dann. Ja, es gibt auf jeden Fall irgendwie dann unterschiedliches so Gewicht und so eine Priorität, die wir, glaube ich, darauf legen. Also ich denke mir schon irgendwie, wenn ich Leute wiedersehe, gibt man sich dann doch irgendwie ein bisschen mehr Mühe, sage ich mal. Also, dass man irgendwie schaut, was kann ich da noch wirklich so tun, damit wir uns auch irgendwie mal treffen können oder sowas. Oder sende ich denen jetzt irgendwie ein Meme, was ich gefunden habe oder sowas. Und wenn ich weiß, irgendwie, ja, die Person, die sehe ich irgendwie jetzt erstmal ganz lange nicht, dann vielleicht nicht ganz so sehr. Ja, das ist, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, das ist so ein wie weit pflege ich den Kontakt jetzt und wie weit nicht. Und Ja, genau. wenn ich weiß, ich sehe Menschen nie wieder oder ich sehe sie vielleicht einmal im Jahr, oder also einmal im Jahr ist eigentlich relativ häufig für manche Sachen, ich sehe sie vielleicht, keine Ahnung, irgendwann einmal wieder, dann ist das jetzt auch kein Kontakt, den ich sehr pflegen muss in manchen Fällen. Ja, die Frage, warum kann es wichtig sein, Kontakte zu anderen Menschen zu haben? Also, das ist jetzt, wie wir schon gesagt haben, es ist wahrscheinlich für viele Menschen oder zumindest für uns auch wichtig. Sicher nicht auch für alle auf dieselbe Weise oder sicher auch nicht für alle, aber für viele dann doch. Ich meine, es ist die Möglichkeit, sich auszutauschen mit Leuten. Es ist nicht alleine sein, nicht vereinsamen. Bis zu einem gewissen Grad brauche ich es, andere Menschen zu sehen, um zu funktionieren. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Kennt ihr das, wenn ihr einfach 4 Tage mit niemandem ein Wort gewechselt habt und es funktioniert gar nichts mehr? So gar nicht, glaube ich nicht, aber halt schon, dass ich dann irgendwann mal, ist halt dann irgendwie kein Input da. Also schon Input, aber halt nicht von anderen Menschen. Also schön finde ich es nicht dann.
sag ich mal. Ja, also da stimme ich durchaus zu. Ich habe durchaus gemerkt, ich habe eigentlich nicht so ein allzu großes Bedürfnis nach Kontakten, aber so während der allerersten Corona-Welle, wo alle sich noch schön fleißig isoliert haben, habe ich dann eben auch gemerkt, irgendwie jetzt wirklich irgendwie eine Woche lang wirklich mit niemandem so zu reden, das war dann doch schon irgendwie komisch. Da muss man sich irgendwie dran gewöhnen. Und ja, dann, also beziehungsweise muss ich eben einfach nicht dran gewöhnen, sondern einfach schauen, dass man sich mit Leuten online verbindet und es dann irgendwie halbwegs okay ersetzen kann. Das hatte ich irgendwie gar nicht. Das finde ich voll spannend, weil ich hatte dann recht schnell die Online-Kontakte und ich wollte in der ersten, also im ersten Lockdown, ich wollte eigentlich viel mehr allein sein, als ich dann im Endeffekt war. Ich weiß aber auch, dass es ganz vielen Leuten da ganz anders ging und ich hatte halt auch zu dem Zeitpunkt relativ viele Online-Kontakte auch und habe dann auch mit Menschen sonst auch noch geschrieben. Aber ich hätte tatsächlich mit weniger Face-to-Face-Kontakt noch gekonnt. Also ich würde noch ergänzen wollen, bei mir war gar nicht mal das Problem die Anzahl der Kontakte, aber einfach, dass meine bisherigen täglichen Kontakte, dass wir eben einfach alle noch nicht wussten, wie funktioniert denn jetzt Zoom vernünftig, wie sorgt man dafür, dass die Technik funktioniert und so weiter. Also so einfach so praktische Sachen. Ja. Ich persönlich fühle mich halt auch gar nicht so schnell einsam, glaube ich, oder in meiner Erfahrung. Aber, und ich vermisse auch ganz selten eigentlich Leute, das kommt so kaum vor. Aber es ist dann trotzdem was, wo ich denke, wenn ich möchte halt trotzdem Kontakt haben zu Menschen dann auch und Austausch und eben Dinge mit anderen Menschen teilen, glaube ich auch, ist es für mich so ein bisschen. Falls das Sinn macht. Ja, ich glaube, ich verstehe, was du meinst, dass die Leute dann eben auch so ein bisschen sagen, wie erleben sie das, was du eben mit ihnen teilst, dass man auch so ein bisschen eine andere Sicht drauf kriegen kann, ne? Voll, und dann auch so ein bisschen vielleicht, was läuft auch bei den anderen? Weil du bist halt irgendwie nicht allein auf der Welt oder ich bin nicht allein auf der Welt. Ja, und man ist auch immer ein bisschen neugierig, was ist da jetzt passiert? Was gibt's für neue Sachen? Genau. Kommen wir zur Frage, warum ausgerechnet wir als Aspect-Podcast uns mit dem Thema beschäftigen wollen. Finn? Warum? Ja, also ich glaube, dass grundsätzlich ist das Thema jetzt für uns nicht anders wichtig, also nicht wichtiger oder weniger wichtig als für alloromantische, allosexuelle Personen, weil ich glaube, dass einfach ganz viele Menschen, unabhängig davon, ob sie jetzt auf dem Aceback sind oder eben nicht, ein Bedürfnis danach haben, Verbindungen aufzubauen zu anderen Menschen, Kontakte zu knüpfen, ihr Leben so ein bisschen zu teilen, sich auszutauschen. Aber es ist ja durchaus so, dass in unserer Gesellschaft bestimmte partnerinnenschaftliche Normen existieren und bestehen, die quasi vorschreiben oder die Vorstellung zumindest besteht, dass in einer monogamen, alloromantischen Beziehung der Partnermensch die Hauptbezugsperson ist, einer Person und eben rund um diese Beziehung dann eine neue Familie und ein neues soziales Umfeld aufgebaut wird, das, was dann auch entsprechend noch durch Gesetze auch gefördert wird. Jetzt gibt es natürlich auch alloromantische Personen, die da durchfallen oder die ihr Leben jetzt nicht so leben wollen, aber eben auch und es sind jetzt auch nicht alle Personen auf dem Aceback Non-Partnering oder gehen Beziehungen ein, die nicht in dieses Ideal passen. Aber für viele kann es dann eben doch so sein. Und wenn Menschen diese Normen nicht erfüllen, dann kann es umso wichtiger sein, sich eben abseits dieser
Partnerinnenschaften oder Familiennormen ein sicheres soziales Umfeld aufzubauen, denke ich. Ich würde sagen, dass es auch noch der Fall ist, dass Personen auf dem A-Spektrum wesentlich öfter non-partnering sind im Durchschnitt. Und wegen diesem gesellschaftlichen Ideal von es soll einen Partner geben, der alles bedeutet, heißt es doch, dass es im Durchschnitt die Frage, wie lerne ich Leute außerhalb von Dating kennen, eine ist, die vermutlich uns öfter was angeht. Ja, ich kenne tatsächlich auch alloromantisch, allosexuelle Personen, die daten einfach, um Leute kennenzulernen. Also da kommt dann im Endeffekt dann nicht mal immer zwangsläufig eine, also ich meine, es kommt beim Dating sowieso nicht, also nicht bei jeder Person, die gedatet wird, eine Beziehung raus, aber die daten dann oft auch und so, ja, und wenn nicht, dann lerne ich Freunde kennen oder so, oder Freundinnen. Neue befreundete Personen oder so. Aber ich glaube generell, dass das auch eben gar nicht nur für A-Spec so eine Herausforderung sein kann, weil ja auch, also gerade auch eine nicht-queere Person oder eine Allo-Allo-Person, die nicht in einer Beziehung ist, gerade oder auch länger, langfristig oder für längere Zeit, die braucht ja im Grunde auch ein soziales, sicheres Umfeld. Insofern ist es, glaube ich, ein Problem, dass wo Amatonormativität dann auch wieder alle in der Form betreffen kann. Auf jeden Fall. Unser jetziges Thema ist dann auch noch, wie kommen wir überhaupt dazu, Leute kennenzulernen? Also außerhalb von Dating und der Beziehungswelt. Und da haben wir einfach mal ein paar Geschichten, wie wir eben so ein paar Leute kennengelernt haben. Das erste, was ich da hätte, wäre zum Beispiel einfach gemeinsame Hobbys. Also vor meinem Studentenwohnheim ist zum Beispiel ein Beachvolleyballplatz und immer wenn es warm ist, also im Sommer, da wird dann eben häufig Beachvolleyball gespielt und da kann man dann auch einfach mitmachen und ja, wenn man eben Beachvolleyball spielt mit anderen, dann kommt man auch schwer daran vorbei, sie irgendwie kennenzulernen. Ja, voll. Also ich habe eine ganze Gruppe an Leuten, also ein Teil, also ich kannte ein paar Leute halt schon vorher, aber zum in Escape Room gehen auch. Und aber da waren dann nicht nur Leute dabei, die ich schon kannte, sondern auch andere. Und dann habe ich auch ein paar Leute dabei kennengelernt und teilweise haben wir dann zusammen auch andere Sachen gemacht. Also Bowlen waren wir auch schon gemeinsam und so Sachen. Und da kommt man auch so ein bisschen ins Reden. Also ich glaube, da kommt auch nicht so drum rum. Aber Sport ist, also du hast schon gesagt, Beachvolleyball, Sport ist da ja auch immer ein großes Ding bei gemeinsamen Hobbys. Und die Sache oder der große Vorteil bei gemeinsamen Hobbys ist, finde ich immer, dass du schon weißt, dass du einfach schon etwas hast, worüber du reden kannst. Also es stellt sich gar nicht so krass die Frage, finde ich, dieses, worüber reden wir jetzt oder worüber sollen wir reden? Weil du hast ja irgendwie schon eine gemeinsame Tätigkeit oder ein gemeinsames Hobby, über das du irgendwie starten kannst. Das Beste ist, ich habe das Gefühl, man muss gar nicht mal so viel miteinander reden können, weil es kommt eigentlich dazu bei mir den Fakt, Beachvolleyball spiele ich ganz häufig mit ganz vielen spanischen Austauschstudenten und ich spreche eben kein Spanisch, aber trotzdem versteht man sich eigentlich ganz gut. Also so, die sprechen natürlich alle auch ein bisschen Englisch, ich natürlich auch. So ein bisschen kommt schon rüber, aber man kann auch eigentlich ganz gut ohne Worte irgendwie einfach Beachvolleyball spielen und dann merkt man schon so, hey, das war jetzt ein guter Move und dann findet man sich ganz toll und ja. Yay. Ich meine, eine Sache, wo man Leute kennenlernen kann, ist gemeinsam in ein Studentenwohnheimzimmer gesteckt werden, ohne die Person vorher zu kennen. Danach kennt man sich, aber man weiß nicht immer, ob man das überhaupt wollte. Und da können aber gemeinsame Hobbys sehr hilfreich sein. Bei mir ist es mal sehr gut gegangen, weil wir haben beide das gleiche Buch gelesen, als wir eingezogen sind. Das ist ja lustig. Also ist auch natürlich voll gut. Ein super Start. Ich meine, das ging bei mir auch mal, danach ging das mal sehr gut bei mir. Aber beim ersten Mal, beim ersten Studentenwohnheimzimmer, in das ich eingezogen bin, das war ein bisschen ein mieses Pairing.
Das hat auch nicht lange funktioniert. Das erste Mal, wo ich mit jemandem Wildfremden in mein Zimmer gesteckt wurde, genauso. Aber ja. Also ich habe den Luxus, ich habe mein eigenes Studentenwohnheimzimmer. Nur mit so Gemeinschaftsküche und so weiter. Gemeinschaftsraum, Gemeinschaftsbad, was auch immer noch so Zeugs da gibt. Ja, also in einem Alter, wo man noch in Studentenwohnheimen wohnen kann, ist das dann auch eine Möglichkeit, wenn das gut geht, das stimmt. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, das kann auch irgendwie nicht so gut gehen. Stammtische sind eine Möglichkeit, Leute kennenzulernen. Finde ich auch eine gute. Das ist auch, da hat man auch weniger, also ich finde weniger Probleme mit Themenfindung und so. Ace Arovin Stammtisch. Yay. Machen wir Werbung, oder? Möglicherweise. Ja, jetzt noch eine kleine Runde Werbung. Der Stammtisch von Münster, Aro Ace MS. Dann. Also, kurzer Aufruf, wenn ihr in Münster-Umgebung oder Wiener-Umgebung wohnt, kommt doch mal zum Stammtisch vorbei. Und das Beste ist, wenn ihr nicht wisst, ob einer in eurer Nähe ist, da gibt es auch eine sehr schöne Website namens A-Spec-Treffen, die wir bestimmt auch noch verlinken werden, wo ihr auf einer Karte schaut, was für, schauen könnt, was für Stammtische in eurer Nähe sind. Ja, genau. Also was für A-Spec-Stammtische in eurer Nähe sind. Aber es gibt ja jetzt nicht nur Aceback-Stammtische, sondern einfach, wenn ihr irgendein Thema habt, das euch interessiert auch. Oder ein Hobby. Es gibt ja Stammtische für dieses und jenes und alles Mögliche. Von dem her. Ja, ich glaube, mir fällt kaum ein Thema ein, wo es keinerlei Stammtische gibt. Die Frage ist eigentlich immer nur, wie weit man fahren muss bis zum nächsten. Ja, also ich hoffe schon, dass Leute sich Stammtische aussuchen, die halbwegs in ihrer Nähe sind, wenn sie überlegen, wie sie Leute kennenlernen. Aber ja. Ja, nee, mein Punkt ist nur, je, ich sag mal, unbekannter das Thema ist, desto weiter muss man tendenziell fahren. Ja, beziehungsweise Aber jetzt nicht quer durch Deutschland, aber eben vielleicht noch eine Stunde oder sowas mal. beziehungsweise desto größer muss halt die Stadt sein, in der du wohnst, damit du in der Nähe etwas hast. Ja, genau. Ich habe auch ganz viele Leute über befreundete Personen kennengelernt. Also ich habe mich einfach ganz viel mit Freundinnen von Freundinnen angefreundet im Endeffekt dann auch. Oder zumindest Kontakte geknüpft oder halt so lockere Freundinnenschaften zumindest eingegangen. Einfach auch, weil ich Leute auf so Geburtstagsfeiern kennengelernt habe oder bei irgendwelchen kleineren Unternehmungen, Picknicks. Ja, genau. Wenn du Partys magst, geh zu Partys oder zu Feiern. Liegt aber auch nicht allen. Aber ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, Leute kennenzulernen. Ich meine, manche Freundeskreise haben Leute, die Spieleabende veranstalten oder Rollenspielabende. Das liegt vielleicht manchen Leuten, die keine feiern mögen, eher. Total. So kleinere Spieleabende oder ja. Spieleabende haben den großen Vorteil, dass man schon etwas hat, ähnlich wie bei Hobbys, über das man sich unterhalten kann. Voll. Ja, da gibt es nicht das große Problem davon, dass man irgendwie rumsitzt, ohne was sagen zu können. Ja, genau, und dass man, oder dieser Gedanke mit, muss ich jetzt wen ansprechen oder so, weil du halt das Spiel hast und dann alle schon. Du hast auch was zu tun und so, selbst wenn du gerade einmal kurz nichts redest oder so, muss man sich nicht so viele Gedanken drüber machen, dass das jetzt irgendwie awkward ist oder blöd rüberkommt oder so irgendwie. Dann ein anderer Ort, wo man Leute kennenlernt, oder eigentlich eine ganze Gruppe an Orten, in arbeitsprofessionellen Ausbildungskontexten, Schule, Uni, Lehre, Arbeitsplatz. Stimmt. Für manche Leute sind zwei oder mehr davon das Gleiche. Ja, well. Tja, Sal. Selber schuld, würde ich sagen. Möglicherweise. Wenn es einem so Möglicherweise. gut gefällt. Ich werde Ja. Leute unterrichten dürfen. Ja. Nee, also ich habe in der Arbeit, ich lerne immer wieder Leute kennen. Das passiert tatsächlich häufiger. Es kommt aber, glaube ich, auch krass drauf an,
in was für einem Job man eine Person arbeitet oder als was eine Person arbeitet, weil ist ja durchaus möglich, dass die Gruppe oder die KollegInnenschaft relativ stabil bleibt über lange Zeit. Bei uns ändert sich da oft relativ viel tatsächlich. Insofern lerne ich immer wieder neue Leute kennen dadurch. Ja, und dann ist, glaube ich, auch die nächste Frage, was ist das für ein Job? Ist das ein Job, wo man einfach, sage ich mal, irgendwas für die Firma selbst macht oder wo man auch irgendwie direkt dort mit Kunden interagiert oder sowas? Also sollen sich irgendwie so Friseure und Friseurinnen sind ja eigentlich so immer das Top-Beispiel für sowas. Die können eben einen Haufen Leute, weil sie sich dann eben jeden Tag irgendwie paar Mal eine halbe Stunde mit ganz vielen Leuten hinsetzen und eben Haare schneiden und dabei reden. Und wenn jetzt ich irgendwie an sowas denke, keine Ahnung, irgendwie ein Buchhalter, der für eine Firma arbeitet, der geht eben nicht zu jedem Kunden und spricht mit denen, sondern der kriegt dann eben die ganzen Rechnungen auf den Tisch und schaut, dass dann eben am Ende alles funktioniert. Ja, aber ich meinte jetzt auch gar nicht so diese Kundenkontakte, sondern einfach auch in der Kolleginnenschaft auch. Allerdings, da ist es ja auch die Frage, ist das ein Job, in dem man sich so überhaupt nicht sieht den ganzen Tag? Oder sitzt man irgendwie in Pausenräumlichkeiten zusammen? Oder sitzt man sowieso im selben Büro? Oder redet zwischendurch miteinander? Oder keine Ahnung. Also das kann ja auch total unterschiedlich sein. Arbeitet man in einem Kleinstbetrieb wie einem Bauernhof im und Bio-Warenlieferunternehmen im Lager, da sieht man die Leute, die Waren liefern, die man dann alle schon kennt, und die Leute, bei denen man arbeitet. Ja. Die man auch schon alle kennt. Ich denke, da ist dann auch nicht so viel, also ich meine sicher, da vertiefen sich dann vielleicht einzelne Kontakte, aber wie gesagt, bei uns ist das echt so, es kommen immer wieder neue Leute, es gehen natürlich dann auch Leute, wir sehen uns vor allem in den Pausen und in der Früh und am Abend. Und dann wird halt schon auch so ein bisschen geredet und manchmal halt auch, je nachdem, was an dem Tag gerade genau ist, auch einfach auch zwischendurch. Und da ist es dann schon möglich, auch Kontakte zu knüpfen und mehr miteinander zu reden. Aber das geht in anderen Jobs dann wieder so gar nicht, denke ich. Ja, klar. Also ich denke mal irgendwie so vielleicht Leute, die einfach immer unterwegs sind, sie können sich ja natürlich nicht so gut treffen und verabreden. Oder zumindest nur nach der Arbeit. Und das ist ja schon irgendwie ein wichtiger Faktor. Es ist auch einfach sehr bequem, es sich mit den Leuten auf der Arbeit zu verstehen oder wo man sonst eben auch so ist. Also das ist ja auch so ein bisschen nicht unbedingt, weil die Leute so vernetzt sind. Also es gibt natürlich überall nette Leute, sondern eben auch einfach, weil es die Leute sind, mit denen man eh irgendwie umgeben ist. Und dann befreundet man sich eben mit denen. Das ist ja jetzt so. Ja, voll. Und wenn die okay sind, dann redet man halt mit denen und so. Und dann ergibt sich da ja auch was. Uni und Schule ist dann natürlich dann nochmal so ein bisschen anders, weil du nochmal auf eine andere Art und Weise Kontakt hast, auch eben in Pausen, Randzeiten, Vorlesungen, am Rand von Vorlesungen, so. In manchen dieser Sachen als Teil des Unterrichts, wenn gerade Gruppenarbeiten anstehen. Genau. Oder auch auf der Uni in Seminaren, wo ja auch nicht immer alle, wo halt auch mal diskutiert wird und so. Aber man kennt sich dann halt vor allem auch über bestimmte Themen. Ja, natürlich, voll. Das ist schon was mir aufgefallen ist während den Lockdowns, als wir den Online-Unterricht hatten und die Online-Vorlesungen und Seminare, dass diese ganzen Pausenzeiten und Randzeiten vor und nach den Vorlesungen so weggefallen sind. Und ich mir nach einer Weile echt gedacht habe,
ich brauche wieder irgendwem, mit dem ich über Philosophie, also über irgendeinen philosophischen Text aus dem Seminar reden kann, auf eine andere Art und Weise, als nur den jetzt im Seminar durchzudiskutieren oder so. Weil halt diese Dinge, also ich meine, dann redet, natürlich redet man dann auch über andere Sachen oder so. Aber du redest halt schon auch so ein bisschen wie, also was hast du davon gehalten, was wir gelesen haben und so. Und dann natürlich auch über andere Sachen, aber dann hatte ich schon, das hat halt schon echt gefehlt, fand ich. Beim Texte lesen, sich gegenseitig darüber beschweren, was das für ein Käse ist. Ja, genau, oder halt, was einfach, ja, wie bescheuert der Text geschrieben ist, weil man das alles auch viel einfacher hätte ausdrücken können oder so. Und manchmal, hey, da hat jemand doch was recht Wichtiges gesagt. Es Voll. muss ja nicht an sich alles immer nur negativ sein, aber es ist irgendwie sehr oft negativ. Ja, weil man halt, ich glaube, weil man halt auch einfach Dampf ablassen muss manchmal. Und das sind halt die Sachen, das kannst du halt, ich nehme mal wieder das Seminar, da kann ich halt nichts sagen. Also, wenn ich im Seminar sage Hausnummer, warum muss Kant jetzt so kompliziert schreiben? Das gibt's ja nicht. Hat er das nicht einfacher auf zwei Seiten ausdrücken können? Dann wird mich der, die Dozentin wahrscheinlich anschauen und sich was auch immer denken. Aber Vermutlich viel Gedanken. Da hat endlich meine Person das Buch gelesen und gemerkt, dass es viel zu lang ist. vielleicht. Nee, aber ich denke, wisst ihr, was ich meine? Das ist halt dann auch. Du redest dann halt irgendwie mit deinen KollegInnen oder mit studierenden Personen anders als so auch dann mit im Seminar oder in der Vorlesung. Und dann redet man ja natürlich nicht nur über Vorlesungsinhalte, sondern auch über andere Dinge. Andere Orte, wo man Leute kennenlernen kann. So Ehrenamt, Vereine, Aktivismus. Voll. Wobei das so Vereine und Ehrenamt miteinander zusammenhängen, aber Vereine können und Ehrenamt und Aktivismus, aber Vereine können auch zum Beispiel für Hobbys existieren. Ja, voll. Das überschneidet sich ja auch mit den Hobbys. Also gerade auch im Sport, zum Beispiel Sportvereine, aber auch ganz andere Vereine. Vereine gibt es ja auch für alles Mögliche. Es gibt wahrscheinlich auch nichts, wozu es keine Vereine gibt, schätze ich. Aber klar, auch wenn du irgendwie im aktivistischen Bereich zusammenarbeitest, dann lernst du dich ja auch kennen. Und du hast auch Themen, tatsächlich, finde ich. Ja, es heißt ja Aktivismus und nicht Passivismus oder sowas. Toll, Nee, voll. also ich denke, es ist ja. Nee, aber es ist schon echt irgendwie cool, wenn man dann mit Leuten auch irgendwie auf so Aktionen gehen kann und dann einfach sieht, irgendwie, hey, es gibt auch andere Leute, die da sehr ähnliche Meinungen haben und so. Total. Und dass man sich dann auch austauschen kann. Genau, und dann natürlich Online-Leute kennenlernen, zum Beispiel auf Discord oder in Online-Communities. Foren. Ja, voll. Und das hängt dann aber auch wieder mit. Sehr oft, wenn man sich spezifische Online-Communities sucht, dann sind das zum Beispiel queere Communities oder Hobby-Communities oder was auch immer man halt zufälligerweise gerade gemeinsam hat, Communities. Total, ich bin zum Beispiel in einer Art Community relativ aktiv. Auch, die hat auch einen Discord und aber auch Wettbewerbe und so. Da habe ich schon auch relativ viele Kontakte geknüpft, auch wenn ich da in letzter Zeit jetzt weniger aktiv bin. Oder auch Roleplay-Foren, Schreibrollenspiel ist auch was, was mir sehr, also immer noch liegt tatsächlich, aber was ich angefangen habe, keine Ahnung, da war ich, was weiß ich, 14, 13, ich weiß es gar nicht genau. Lange her jedenfalls, viel zu lange her. Dann für Leute, die man wahrscheinlich nie wiedersehen wird, sind so klassische Orte, an denen man die trifft, Zugfahrten oder Leute auf der Straße, die verzweifelt auf Karten sehen bei mir, Das weil ich die dann stimmt. anspreche.
Zugfahrten stimmt total. Ich bin ja zeitlang recht viel gependelt. Also ich pendel immer noch zweimal die Woche, aber das war häufiger auch schon mal. Und ich habe auf Zugfahrten so viele Leute kennengelernt. Und einmal mit der Person habe ich tatsächlich dann auch Nummer ausgetauscht, war aber ein Einzelfall. Und wir hatten auch seither keinen Kontakt, also keine Ahnung, ob wir noch jemals wieder Kontakt haben werden. Wahrscheinlich eher nicht. Aber ich habe mal auf einer längeren Zugfahrt, das war zwischen Mailand und Wien mit dem Nachtzug, habe ich wen kennengelernt und wir haben uns voll gut unterhalten. Das war vor meinem inneren Coming Out und wir haben darüber geredet, dass wir beide nicht wissen, ob wir jemals in einer Partnerinnenschaft sein wollen, ob wir jemals Kinder haben wollen und so. Und es war voll das gute Gespräch. Ich möchte zugeben, das meiste, wenn ich mit Leuten in der Bahn rede oder so am Bahnhof, ist das meistens nicht so tief. Das ist eher so, ach nö, da ist schon wieder ein Zug ausgefallen. Ah, das sind die nicht nervig, auf welches Gleis müssen wir denn jetzt gehen und so. Aber es ist trotzdem immer irgendwie noch ganz nett, weil man da einfach weiß, so, ja, ich warte jetzt hier nicht alleine. Die anderen warten auch und irgendwie redet man ja doch auch ein bisschen und das ist dann immer ganz nett. Voll. Manchmal kann es eben auch wichtig sein, ganz spezifische Menschen kennenzulernen. Und zwar Leute, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie man selber, ähnlich empfinden wie man selber oder die Welt ähnlich erleben. Und spezifisch kann es da zum Beispiel cool sein, andere Aspects kennenzulernen, und darauf wollen wir näher eingehen. Aber es kann natürlich auch bei ganz anderen Themen wichtig sein. Ja, voll. Und ich glaube, nicht nur andere Aspects, sondern zum Beispiel, also in deinem Fall zum Beispiel auch andere Alo-Aros und vielleicht in meinem Fall auch mal andere Grey Aces. Das vielleicht auch nochmal spezifischer kann das ja auch mal ein Thema sein. Einerseits das und auch teilweise Aspects, die eben nicht auch Alo-Aros sind. Ja, klar, auch. Das ist beides. Ich wollte nur nochmal erwähnt haben, dass es ja auch manchmal finde ich es ganz, also gerade weil einer der Punkte ist, warum das so wichtig sein kann, der Erfahrungsaustausch und der Austausch darüber, wie verschiedene Sachen unterschiedlich oder ähnlich empfunden werden, dass ich gemerkt habe, dass es da für mich voll bereichernd war, dass wir also es hat in der letzten Ace Week angefangen, dass wir so einen Austausch unter Grey und Demi Aces hatten und das machen wir seitdem so monatlich, glaube ich, wenn ich es jetzt nicht irgendwie falsch Ding habe, aber und das war für mich einfach auch voll bereichernd. Aber natürlich auch mit anderen Aspects, die nicht genau dieselbe Identität teilen. Also ich glaube, der Erfahrungsaustausch ist super wichtig, wie man so mit häufigeren Problemen umgeht, weil man da nicht so alleine ist und auch weiß, hey, die andere Person hat ein ähnliches Problem, die hat auch eine Familie, die häufig doofe Fragen stellt. Was kann man denn da so antworten? Und so Sachen, weil man da irgendwie einfach weiß, da gibt es andere, die haben ähnliche Probleme, da fühlt man sich zum einen nicht allein und man kann eben auch einfach mal schauen, was hat für die geklappt, was nicht und so weiter. Total. Und das geht halt in den zweiten Punkt, den wir angemerkt haben, für warum ist das wichtig, andere Aspects spezifisch auch kennenzulernen, hinein, nämlich, dass es das eigene Empfinden validiert. Es ist das nicht alleine mit einem Empfinden sein und mitkriegen, dass man selber nicht falsch ist. Voll. Sondern dass es auch andere Leute gibt, die eben die Welt auch ähnlich erleben, denke ich. Und die halt auch auf den Aspekt drin sind. Genau, dann gibt's noch die Unterstützung im Questioning-Prozess, wo natürlich auch, ich meine, es überschneidet sich jetzt, finde ich, mit dem Erfahrungsaustausch und auch mit dem Validieren des eigenen Erlebens und Empfindens. Aber für mich war es zum Beispiel, als ich beim ersten Mal im Questioning-Prozess war, gar nicht so krass, aber dann als ich in meinem Grey Ace Questioning war, fand ich schon auch richtig
gut, dass ich schon Kontakt zu Grey Aces hatte in der Community und auch schon mal was gehört hatte, was von anderen Grey Aces so gesagt wurde oder geschrieben wurde. Das war schon sehr hilfreich, finde ich. Und ich kann mir vorstellen, dass anderen da auch so geht. Mir weniger, weil es war beim Ace Arovin Stammtisch kein, da war keine einzige andere Alo Aro Person. Wie war das? Nun, ich habe eine Gruppe Aro Aces gefragt, ob sie wissen, wie sich romantische Anziehung anfühlt, weil ich gehofft habe, dass irgendwer vielleicht Aloro Aces, aber es waren nur die Aro Aces da. Ups. Ich hoffe, hat es dann trotzdem was gebracht, wenigstens? Ja, weil die eine Person eine doch sehr hilfreiche Antwort gegeben hat, wie sich das anfühlt, im Sinne von damit vergleichen können und sagen, okay, das passiert mir relativ eindeutig nicht. Und bei den anderen war es irgendwie sehr beruhigend, auf Leute zu treffen, die auch keine Ahnung haben. Das ist ja dann schon mal gut, dann kann man zumindest so ein bisschen was teilen, auch wenn du jetzt, wenn du mit denen wahrscheinlich halt deine Allosexualität dann nicht hast teilen können, aber halt zumindest die Aromantik erst einmal. Also das finde ich auch eigentlich immer ganz toll, dass man eben auch beim Questioning-Prozess mit Leuten auf einem ganz anderen Level reden kann, weil diese ganzen anderen Aro-Aces haben sich vermutlich auch eben mal diese Frage gestellt, dass man schon mal irgendwie einfach Stunden weiter, als wenn man das mit irgendwelchen Leuten bespricht, die sich vorher noch nie mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Man muss nicht irgendwie alle Wörter erklären. Man weiß schon, worum es geht. Man kann auch sagen, das kann es vermutlich irgendwie auch und hat dann meistens auch recht. Es ist einfach fürs Questioning irgendwie einfach super praktisch, wenn man einfach andere Leute kennt, die auch schon mal irgendwie sich damit beschäftigt haben. Voll, auch vielleicht auch so ein bisschen Leute, die so ein bisschen wissen, wie es einem geht. Das ist, dieses Questioning ist ja auch so ein, also ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll, aber so auch so ein ganz eigenes Gefühl ist, ist das falsche Wort, aber so ein ganz eigener Zustand und Ort auch so ein bisschen. So ein Dazwischen und auch mit so mit seinen eigenen Unsicherheiten. Und ich glaube, das ist, also ich kann es auch so nicht erklären, wie man gerade merkt, aber das nochmal wem zu erklären, der das vielleicht nicht selber erlebt hat und deswegen auch nicht nachvollziehen kann oder schwerer nachvollziehen kann. Und im Gegensatz dazu hast du halt, glaube ich, in der Community ganz viele Leute, die selber mal an dem Punkt waren. Einmal oder öfters. Und was es halt auch ist, wenn du gerade erst zu Questioning, mit diesem Questioning anfängst, mit dem sich selbst fragen, wer bin ich denn eigentlich, dann ist ja eine Sache, dass viele Leute noch nicht selbst die Worte dafür haben, aber anfangen sie zu bekommen. Genau. Und davon Leuten umgeben zu sein, die das Vokabular haben, das überschneidet sich jetzt mit dem, was du gesagt hast, Giselle, ist sehr angenehm. Ja. Weil die wissen halt, wie es einem geht. Und ich denke dann auch, der nächste Punkt ist eben, dass es auch ein Safe Space ist, dass man dann eben auch weiß, ich muss jetzt einfach gar nicht, muss es auch gar nicht rechtfertigen, dass ich irgendwie keinerlei romantische Anziehung habe. Das hier sind vermutlich Leute, die damit vollkommen okay sind. Und da kann man auch einfach sich auf viel interessantere Sachen konzentrieren, wenn man das einfach keiner erklären muss und kann dann eben über die ganzen Folgen davon reden, ohne jetzt zu sagen, ja, glaub mir wirklich, ich bin wirklich aromantisch, nein, ich bin kein herzloser Killer, der alle umbringen will und so weiter. Vorsicht. Weniger Vorurteile, aber ja, Sal. Ja, klar, es sind nicht alle Vorsicht, perfekt. Vorsicht, ich würde es eher formulieren als A-Spec-Räume haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, ein safer Space in Bezug auf A-Spec-Themen zu sein. Ja, so, genau. Weil es gibt A-Spec-Räume, da findet man Leute, die andere exkludieren aufgrund von verschiedensten Sachen wie, ja. Wie romantische Anziehung und so weiter. Klar, es war ein bisschen ein übertriebenes Beispiel. Aber eben, um ja, so generell mal einen Punkt drüber zu bringen. Du findest ja, halt auch zum Beispiel
A-Spec-Räume, wo Leuten abgesprochen wird, A-Spec zu sein, weil sie zum Beispiel schon mal Sex gehabt haben oder sowas. Ja, oder Kinder. Also es gibt einfach auch Gatekeeping natürlich. Und auch in Bezug auf andere Themen müssen wir halt sagen, A-Specs sind jetzt nicht automatisch über alle anderen queeren Themen oder auch Themen außerhalb jetzt von Sexualität oder Gender automatisch total informiert. Und ich finde, wir sollten halt auch daran arbeiten, unsere Spaces inklusiver zu gestalten. Aber ich eben, wie du gesagt hast, Zahl in Bezug auf A-Spec-Themen besteht zumindest eine höhere Chance, dass Spaces auch ein safer Space sind und daran, die noch safer und inklusiver zu gestalten, da müssen wir einfach auch dran arbeiten. Ich Aber es glaube, ist eben Arbeit. wir sollten irgendwann mal auch sagen, was Space auf Deutsch heißt. Das ist Raum. Ja, tatsächlich. Ja, genau. Und die deutsche Definition davon wäre vermutlich einfach ein Raum, wo man sich einfach sicher fühlt, sich selbst zu sein. Genau, es geht darum, sichere Räume zu schaffen und dass A-Spec-Räume eben eine Chance haben, sicherere Räume zu sein in dem Be Zusammenhang. Jetzt haben wir darüber geredet, warum ist es wichtig, andere Aspects kennenzulernen. Kommen wir jetzt zu, wie und wo finde ich die überhaupt? Ja, genau. Und als erstes würde ich was erwähnen, was wir vorher auch schon erwähnt haben zum Kennenlernen, nämlich Stammtische. Diesmal natürlich in erster Linie A-Spec-Stammtische, aber nicht nur, oder Psal? Nein, weil bei der Gender Galaxy und bei Visibility, das sind ist ein nicht-binärer Stammtisch und ein Bi-Stammtisch in Wien. Habe ich auch schon erstaunlich viele Aceback-Leute getroffen. Also geht einfach Irgendwie zu findet man queeren bei queeren Stammtischen. Stammtischen auch Leute, die auf ganz andere Art und Weise queer sind. Genau, geht einfach zu queeren Stammtischen. Vielleicht ist Wien auch einfach nur sehr A-Spec, keine Ahnung. Aber ich glaube auch außerhalb von queeren Bereichen kann man auf Stammtischen auch mal Aces, A-Specs, Aros begegnen. Dann hätten wir hier Foren. Da fällt mir als erstes mal das Avon Forum ein. Das gibt es auf Englisch und auf Deutsch, aber ich glaube, wir würden eher das Englischsprachige empfehlen für alle, die gut genug Englisch können. Das deutschsprachige Avon Forum, da gibt's einfach auch Probleme mit Gatekeeping und Exklusionismus. Das würde ich euch vielleicht nicht so ans Herz legen. Spezifisch, wenn wir erwähnt haben, dass nicht unbedingt alle A-Spec-Räume sichere Räume sind, ist das deutsche A-Spec-Forum eigentlich das Paradebeispiel, also das deutsche Avon-Forum eigentlich das Paradebeispiel. Ja, total halt gerade auch für Grey Aces oder Aces, die Sex hatten oder haben, die sexuell aktiv sind oder auch für Sex-Favorable Aces. Da ist einfach, wie gesagt, viel Gatekeeping, viel Exklusionismus und nicht so zu empfehlen. Da ist das englischsprachigere Even Forum wahrscheinlich der bessere Ort. Genau, Arokalypse hat noch ein Forum. Und dann gibt es noch Discord-Server. Aspect German. Auf Deutsch. Dann den Arokalypse Discord Server. Genau. Forum und Discord Server hängen dann nicht zusammen. Ja, kann man aber beides nutzen, je nachdem, wo man sich wohler fühlt. Dann gibt es noch, wenn jemand einen Off-Topic-Server mit Aces sucht, also mit Leuten auf dem asexuellen Spektrum, wäre acespace.de noch eine Möglichkeit. Das ist auch ein Discord-Server. Da sind Personen. Der ist für Personen auf dem asexuellen Spektrum, geht aber nicht in erster Linie um Asexualität oder Aspect-Themen, sondern hauptsächlich um Off-Topic-Themen. Also alles Mögliche, worüber man reden will. Ja, und neben den Discord-Servern gibt es auch für sehr viele lokale Gruppen eben auch Messenger-Gruppen. Ob das jetzt auf irgendwie WhatsApp ist, da gibt es eine ziemlich große, die glaube ich sogar deutschlandweit ist, da bin ich mir gerade nicht sicher. Die halt nennt sich Ameisenbären, aber es gibt eben auch ganz viele regionale von diversen Stammtischen. Der vom Ruhrgebiet ist, soweit ich weiß, auf WhatsApp. Der von Münster ist auf Signal, weil wir alle sehr cool sind. Und ja, da gibt es eben 100 Möglichkeiten.
wie das Ganze dann aussehen kann, auf welchem Messenger und so weiter. Ja, wobei viele lokale Gruppen, also auch Discord-Server haben tatsächlich. Ich meine, ich weiß von Österreich, dass Österreich auch noch einen Discord-Server hat, aber ich habe es von manchen Stammtischen auch schon gehört in Deutschland, dass es da eigene Discord-Server gibt. Ja, der von Ruhrgebiet hat auf jeden Fall einen, aber der ist nicht so aktiv wie die WhatsApp-Gruppe. Also, der wurde irgendwie ein bisschen vernachlässigt. Ja, genau. Dann gibt es so Apps und Plattformen. Also, wir hatten vorhin von Dating geredet. Es gibt ja auch Dating Plattformen, wo es möglich ist, auch nach Freunden zu suchen. Also zum Beispiel auf OkCupid. Dort kann man übrigens auch, also ich habe das nochmal ganz kurz benutzt und fand das dann viel zu anstrengend und habe es wieder deaktiviert. Also ist vielleicht nicht das beste Beispiel, aber da kann man auch zum Beispiel angeben, dass eine Person kann angeben, wenn sie aromantisch ist, und ich könnte auch angeben, dass ich Grey Ace bin und solche Sachen. Und dann kann man eben auch einstellen, dass man Freunde kennenlernen möchte. Ja. Wenn einem das liegt, für mich war es nicht so das Ding, aber muss ja nichts heißen. Wir hätten dann die Ace-App aufgeschrieben und haben sie durchgestrichen, weil sie nicht mehr aktiv zu sein scheint. Ja, das war auch mal so eine, sowas wie Dating zum Kennenlernen von anderen Ace-Packs. Aber die App ist irgendwie vielleicht gefloppt oder sowas. Naja, auf jeden Fall. Warum auch immer, sie wird wohl nicht mehr betrieben und da findet man inzwischen kaum noch was drüber. Ja, ich glaube, in dem Fall ist wahrscheinlich aktuell gerade OkCupid die bessere Wahl auch. Ja, generell sind Hobbys auch immer eine lustigerweise eine Art, Ace-Packs kennenzulernen. Also gerade im Roleplay und beim Gaming habe ich das Gefühl, dass ich schon auch anderen Ace-Packs begegnet bin. Also ich spiele ja auch jetzt nicht nur Pen and Paper, sondern auch Schreibrollenspiel. Und mir haben Leute schon erzählt, dass es für sie im Pen and Paper ähnlich war, aber ich bin ja auch sehr aktiv in, vor allem mittlerweile nur noch in einem Roleplay-Forum, und da haben sich auch einige der Leute, mit denen ich einfach jahrelang gespielt habe, auch, haben sich dann als Ace-Pack herausgestellt über die Zeit. Das fand ich schon sehr cool. Ja, und da gibt es auch ab und zu Sachen, wo man es irgendwie weniger erwartet. Aber mir ist zum Beispiel aufgefallen, bei Wahlhelfern und Wahlhelferinnen gibt es irgendwie sehr viele Leute, die asexuell sind. So, das ist natürlich spannend. Jetzt keine Aktivität, die man regelmäßig macht, aber es ist irgendwie ganz lustig. Keine Ahnung, ob das überall so ist. Try it. Das ist ein sehr kleines Sample, also das kann schon sehr gut einfach Zufall gewesen sein, aber ich mag es eher, in einer Welt zu leben, wo das einfach Schicksal ist oder sowas. Ja, klar. Ich muss gerade daran denken, dass jemand, den ich kenne und von dem ich weiß, dass die Person Aces auch Wahlhelferin ist. Was hat das zu bedeuten? Ja, Social Media haben wir ein bisschen ausgelassen gerade. Also auch Tumblr, Reddit, das sind alles. Aber tatsächlich auch andere Plattformen, das sind alles Möglichkeiten, sich auch mit anderen Ace-Packs zu vernetzen. Es gibt ja auf Tumblr auch Ace-Pack-Blogs und es gibt Subreddits zu Aromantik und zu Asexualität. Genau. Also am Ende läuft es eigentlich darauf hinaus, die Kommunikationsmethode, die ihr am liebsten mögt. Da gibt es vermutlich auch irgendwie eine Ace-Pack-Gruppe oder so drin. Genau. Was eigentlich sehr praktisch ist. Also wenn du lieber dich face-to-face mit Menschen triffst, geh vielleicht mal zu einem Stammtisch, wenn du mal wem schreiben möchtest oder Online-Kontakt nehmen möchtest, dann tritt vielleicht ein Discord-Server bei oder such dir ein Subreddit, in den du schreiben kannst oder so. Was dir halt am besten liegt.
Und manchmal trifft man Leute auch einfach zufällig im Leben. Ja, genau. Manchmal wird man beide in ein Zimmer zusammengewürfelt und liest gerade das gleiche Buch und noch niemand weiß, dass man überhaupt Aspect sein kann, und dann kommen beide Leute im Laufe der Zeit, wo sie gemeinsam in ein Zimmer gesperrt sind, drauf. Oh, wow. Und natürlich der ultimative Trick, einen Podcast beizutreten, der sich mit diesen Themen beschäftigt. Ach ja, das kannst du natürlich auch machen. Du kannst Wir natürlich beim suchen Leute für Podcast den buchen. Schnitt. Ja, nee. Man kann natürlich auch jederzeit bei einem Aspect-Podcast mitmachen und so Aspects kennenlernen. Nee, ich wollte vorher noch sagen, ich habe auch schon Leute einfach so im Leben kennengelernt, und ich würde da auch sagen, erzählt, wenn ihr Menschen erzählt oder offen damit umgeht, dass ihr auf dem Aspect seid, oder zumindest für mich war das so, wenn ich offen damit umgehe, dass ich auf dem Aspect bin, begegne ich auch immer mehr Leute, die mir dann auch sagen, dass sie auf dem Aspect sind, oder wo ich es dann auch mitkriege, weil die Leute sich dann auch mehr trauen, unter Anführungszeichen, auch darüber zu reden oder das offen zu kommunizieren, denke ich. Oder so erkläre ich es mir zumindest. Man kann aber, wenn man das Ganze nicht dem Zufall überlassen will und das gerne macht, auch einfach auf einen CSD gehen und nach den entsprechenden Flaggen Ausschau halten. Und dann sieht man manchmal auch andere coole Sachen wie einen Weihnachtsmann mit einer Eisflagge. Ach ja, tatsächlich. Ja, das stimmt. Das war bei der letzten Regenbogenparade in Wien. Ja, aber nicht nur in Wien, oder? Er war ja auch auf anderen CSDs in Österreich. Ja. Der Weihnachtsmann hat übrigens ein Instagram-Profil. Sehr cool. Aber sehr bereichernd für den CSD, finde ich. Haben wir noch irgendwen vergessen? Ah, es wurde hier ein spezifischer Pen and Paper Gaming. Ja, das ist ein Discord-Server noch, den wir da aufgeschrieben haben und nicht genannt haben. Es gibt einen Server, der heißt Gaming and Allies. Verlinken wir auch in den Shownotes. Ja, und ich glaube, das war's eigentlich mit, was wir uns gedacht haben, wo es möglich ist, Leute kennenzulernen. Und ich denke, es ist wirklich viel ein, sich überlegen, was genau ich möchte, wie ich mir am leichtesten tue zu kommunizieren vielleicht. Und dann kannst dir heraussuchen, was dir am besten liegt und wie du denkst, dass es für dich gerade am besten ist, denke ich. Habt ihr noch was dazu zu sagen? Wie lernt ihr am liebsten andere Aspects kennen? Ace Aro Wien Stammtisch. Yay! Also ich mag die Zufallsgeschichten sehr gerne. Stimmt. Ich mag das sehr gerne, wenn mir dann wer sagt, ja, ich bin auch Ace oder ich bin auch auf dem Aceback irgendwo, Aro, Ace, keine Ahnung. Oder ich habe das gerade auch über mich rausgefunden oder so. Das finde ich immer sehr schön. Und ich finde das dann auch für mich tatsächlich auch sehr bereichernd irgendwie. Und es zeigt mir dann auch immer, was es eigentlich bringt, wenn man das auch offen kommuniziert und so. Aber es, ich meine, das liegt nicht jedem so auf dieselbe Weise, aber ich finde das immer sehr schön. Weil man dann auch immer gleich merkt, dass ich eben nicht diesen weiten Weg vor mir habe, eigentlich extra zu einem Stammtisch zu gehen. Also ich gehe gern zu Stammtischen und ich gehe gerne auf Discord und schreibe mit Leuten. Aber ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen mehr Distanz, als wenn ich dann in meinem Alltag auf jemanden treffe. Und da merke ich dann auch immer, eigentlich ist die Distanz nicht so groß. Und eigentlich gibt es nicht ganz so wenig Aspects. Ja, und jetzt sind wir auch schon bei der Lexikon-Ecke angelangt. Und ich habe euch heute ein Label mitgebracht, beziehungsweise zwei, und zwar aprosexuell beziehungsweise aproromantisch. Und zwar wird dieses Label verwendet für eine Person, also aprosexuell zum Beispiel für eine Person, deren Sexualität sich ändert beziehungsweise fluide ist. Also eine aprosexuelle Person könnte zum Beispiel an einem Tag asexuell sein, und dann würde sie sich vielleicht ein paar Tage später, wäre die Sexualität eher in Richtung homosexuell. Und
Dasselbe gibt es natürlich auch für Romantik. Zum Beispiel eine aroromantische Person könnte panromantisch sein und dann würde die Sexualität sich verändern und sie würde vielleicht mehr homoromantisch sein und dann vielleicht mehr aromantisch. Wie häufig sich das verändert, hängt von der Person ab. Das ist ganz unterschiedlich. Das kann ein Unterschied von Tagen sein oder auch eher Monaten oder auch noch länger. Und ja, auch ob jetzt mehrere oder nur zwei romantische oder sexuelle Orientierungen sind, die da durchlaufen werden, das ist auch unterschiedlich. Und manche aprosexuelle oder aproromantische Personen, für die beeinflusst diese Veränderung oder die Inkonsistenz in der Anziehung, die empfunden wird, dann auch, ob oder wie sehr sie dann auch Beziehungen suchen in die Richtung. Bei der Kulturecke haben wir jetzt noch ein kleines Projekt, was auf Aceback organisiert wird. Das ganze Projekt heißt Aceback-Treffen. Das ist eine Webseite, wo wir eine Karte haben, wo ihr eben schauen könnt, wo ist das nächste Aceback-Treffen in meiner Nähe. Und da gibt es jetzt schon auf jeden Fall für alle Treffen einen Link zu der Webseite oder so, wo ihr die wichtigsten Infos über die Treffen findet. Und wir arbeiten auch daran, weil es auch ein recht neues Projekt ist, dass wir irgendwie auch mehr Infos bereitstellen können. Aber je nachdem, wie schnell wir sind, kann ich da jetzt noch nichts allzu Großes versprechen. Aber auf jeden Fall ist es eigentlich ein sehr praktisches Projekt, weil da wirklich Deutschland, Österreich und schweizweit, soweit ich weiß, eigentlich alle Aceback-Treffen drauf sind. Und falls da eins drauf ist, was wir noch nicht haben, dann kommt auf Aceback German und schreibt uns und dann schauen wir, dass wir es auch möglichst schnell auf die Karte bringen. Dann wären wir wieder soweit. Sal, Giselle, was nehmt ihr euch aus der Folge mit? Schlechte Wortspiele mit Brillen und Aceback funktionieren. Tatsächlich, ja, A-Specs. Wie schaut's bei dir aus, Giselle? Also ich denke, einer meiner Dinge, die ich mitnehme, ist, würde ich sagen, dass es wirklich einfach alle Kombinationen von irgendwie Themen und sozialen Aktivitäten eigentlich auch mit Aceback gibt. Also egal, ob das jetzt irgendwie Stammtische sind oder irgendwie Online-Gruppen, das gibt es alles eben auch mit Aceback-Leuten als Zielgruppe, was eigentlich ziemlich cool ist. Total. Ich glaube, ich nehme mir vor allem, also einerseits habe ich mich gerade während der Aufnahme einfach an ganz viele coole Begegnungen erinnert, die ich schon hatte oder auch coole Zufallsbegegnungen und das finde ich gerade auch voll cool und das bereichert mich gerade auch voll, einfach dieses dran denken und mich erinnern und dass es einfach so funktioniert und dass ich das auch erlebe. Und andererseits auch dieses, wie viele Möglichkeiten es eigentlich gibt, auch Menschen kennenzulernen. Ja, ich hoffe, ich habe noch ganz, ganz viele solche coole Begegnungen, auch zufällig. Dann wären wir auch schon am Ende der Folge angelangt und mir bleibt noch, mich zu bedanken. Beim Vorbereitungsteam waren abgesehen von mir, Sal und Giselle noch Noir und Delphine dabei. Danke dafür. Den Schnitt der Folge wird Melle übernehmen. Auch dafür vielen Dank. Ja, jetzt seid ihr dran, wenn ihr Rückmeldung habt, irgendetwas diskutieren wollt, uns etwas erzählen wollt oder Kritik oder irgendetwas Vorschläge, dann meldet euch doch gerne bei uns. Besonders wenn ihr Folgenideen habt, könnt ihr uns immer gerne schreiben. Wir setzen eure Ideen auch gerne um. Und unterhalten uns auch gerne über Themen, die uns vorgeschlagen werden. Außerdem suchen wir aktuell Menschen, die für uns Folgen schneiden wollen. Also, wenn du Interesse daran hast und gerne schneiden würdest, dann melde dich doch auch. Wo kannst du uns finden? Du findest uns auf unserer Homepage unter inspektrin.eu, dann auf Instagram unter inspektrin-podcast. Außerdem haben wir Facebook, Twitter, Mastodon
und einen YouTube-Channel, aber das findet ihr alles auch in den Shownotes verlinkt. Und ihr erreicht uns auch unter unsere E-Mail-Adresse, die lautet inspektren@gmx.net. Und wo ihr uns noch findet, das ist der Aspec German Discord-Server. Da haben wir einen eigenen Channel, in den ihr schreiben könnt und sind ab und zu auch im Voice-Chat anzutreffen. Jetzt sind wir aber wirklich am Ende und ich sage Tschüss! Tschüss!